Scheiße, nein. Ach, ich weiß es auch. Auf ein Schäferstündchen. Bürger und Bürgerinnen, ich mach dich der freien Stadt blutig zu pissen. Meister Lehmhut. Das ewige Feuer mag uns beschützen. Was darf's denn sein? Ich bin nicht hungrig, aber ich würde gerne Gwent mit dir spielen. Verwirrenden Meister zu entthronen. Deinesgleichen findest du hinter den Mauern. Was darf's denn sein? Was gibt's denn? Wiedersehen. Darf ich? Kommt drauf an, was du willst. Ich suche jemanden, der nach Skellige fährt und mich mitnimmt. Meine Atropos und ich, wir setzen bald Kurs auf Art Skellig. Hab Getreide an Bord. Ist aber streng geheim. Hast genug Geld? Ich brauche noch mehr Geld. Genau. Ohne Vorauszahlung mache ich mir nicht mal den Arsch in der Badewanne nass. Leute in dieser Stadt. Schmutzige Völker. So schmutzig wie die Individuen selbst. Ich glaube, da sehe ich einen Herausforderer. Meister Lehmhut grüßt den Herausforderer herzlich. Geralt grüßt Meister Lehmhut.
Nimmst du die Herausforderung an und kämpfst gegen unseren Tavernenmeister? Ja, ich kämpfe gegen diesen Gregorio Dingsbums. Eure Aufmerksamkeit bitte. Dieser feine Hexer tritt gegen unseren Tavernenmeister an. Georgius Georg, auch Rambock genannt. Lass uns ein Wort wechseln, solange der Meister sich vorbereitet. Reden wir über Geld. Ich will offen sein. Du kannst wirklich viel verdienen, solange du ein paar Ratschläge beherzigst. Willst du, dass ich bescheiße? Nicht bescheißen. In ein Unternehmen einsteigen, nichts weiter. Was sagst du? Wie viel kriege ich, wenn ich den Kampf verliere? Deutlich mehr, als wenn du ihn gewinnst. Leck mich, Meister Lehmhut. Das wirst du bereuen. Ein warmes Willkommen unseren Kandidaten, die den Ring betreten. Geralt gegen Georgius Georg, den Rambock. Möge der Bessere gewinnen. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Macht schon, verdammt noch mal! Unser Sieger und der neue Tavernenmeister ist der Hexer Geralt. Hier ist dein Preis. Archibald O'Neill ist auch ein Kämpfer, gegen den du antreten kannst. Du findest ihn beim Eingang zum Armenviertel. Pass bloß auf, Graukopf. Ich brauche einen Reim. Stecke fest. Mir? Schon gut. Es ist so schwer, Inspiration zu finden. Du machst mich ganz nervös. Weitere Ballade. Auf zu klotzen. Du verhext uns noch die Arbeit. Ach, kein Becher. Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen, geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Deine Gabe, wie funktioniert sie? Schwer zu sagen. Zuerst muss ich das Band zwischen der Person und dem Objekt verstehen, von dem ich träume. Ich stelle Fragen und versuche, Emotionen hervorzubringen.
Obwohl mir die meisten Leute die Wahrheit sagen, gibt es immer noch welche, die nicht offen über bestimmte Dinge sprechen möchten. Manche Dinge nehmen sie gar nicht wahr, was die Sache noch verkompliziert. Was siehst du in deinen Träumen? Ich? Nichts. Es ist mein Kunde, der träumt. Meine Gabe besteht darin, die richtigen Träume herbeizurufen. Manchmal verschwimmen Albträume oder starkes Verlangen mit tatsächlichen Ereignissen. Dann muss ich die Spreu vom Weizen trennen. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Waise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer Morhen. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich, sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Verstehe. Willst du mir noch mehr sagen? Ja, ich glaube schon. Dann bin ich ganz Ohr. Ich erledigte einst einen Auftrag, sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir teilen? Ja. Keine Eile, wir haben Zeit. Das war nach ihrer Ausbildung in Kaer Morhen, nachdem Yennefer sie das erste Mal ihre Tochter nannte. Wir wurden getrennt. Ich wusste, dass sie in Gefahr schwebte. Ich habe oft von ihr geträumt. Ich fand sie im Schloss Stigga. Sie wollte dort Yen befreien und wurde dabei gefangen genommen. Sie wollten ihr wehtun. Ich erinnere mich, wie ich Seite an Seite mit Ciri kämpfte, auf Stufen, die vom Blut rutschig waren. Dort wehrte sie zum ersten Mal einen Armbrustbolzen mit ihrem Schwert ab. Ich sagte ihr, mach das nie wieder. Diese Erinnerungen sind intensiv. Willst du weitermachen? Ich habe noch mehr zu sagen. Dann bitte. Es war in Riva. Der Zweite Krieg mit Nilfgaard war gerade zu Ende gegangen. Trotzdem gab es noch Spannungen. Aus irgendwelchen Gründen brachen Rassenunruhen aus. Ich habe alles versucht, aber diese wütende Meute konnte ich nicht aufhalten. Da war dieser Junge mit einer Mistgabel. Rammte sie direkt in meinen Bauch. Auch Yennefer lag im Sterben. Ciri hatte uns auf ein Boot geschleppt. Wir fuhren an einen Ort, wo Apfelbäume ewig blühen. Sie ließ uns dort zurück. Dort sah ich sie das letzte Mal. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falker? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger findet. Kein Wunder, dass du so zögerlich über das Mädchen sprichst.
Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja, da ist noch etwas. Sie nennen Ciri die Herrin der Zeiten und Welten. Einmal habe ich Yennefer nach dem Grund dafür gefragt. Sie reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Yen mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciris Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja, da ist noch etwas. Ich weiß noch, dass Ciri ihre Fähigkeiten nicht richtig kontrollieren konnte. Yennefer wollte ihr einfache Zaubersprüche beibringen und Ciri hat daraufhin einen Schuppen in der Nähe zerstört. Sie war ganz geknickt, obwohl es nur ein alter Schuppen war. Lange hat sie versucht, ihre Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen, aber ich befürchte, sie hat es bis heute nicht richtig geschafft. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nein. Können wir anfangen? Natürlich. Du sorgst dich um sie. Aber deine Stimme... Du versuchst, deine Gefühle zu verbergen. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche, dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du? Rittersporn vielleicht? Sie mochten sich gerne. Ich habe von einer Schwalbe geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Rosmarin und Thymian? Wo ist das? Wenn du die Stadt durch den Rotlichtbezirk betrittst, kommst du zu einer Brücke. Das Rosmarin ist direkt dahinter. Rittersporn hat ein Bordell geerbt? So habe ich das gehört. Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden. Du hast bestimmt so manches Herz gebrochen, nicht wahr? Durch diese Gewässer. Hey, Silbermähne! Für das was bisschen hab ich denn da gehaut? Au! Geschlitzt und gehäutet. Bist du der Wahnsinnige, der nach... Lass mich am Leben! Ah!
Deine Zeit zum Sterben ist gekommen. Lass mich am Leben. Zaun hinterm Hof, ob der Hahn und kräht. Ich komm zu dir, mein hübsches Ding, sobald es eben geht. Lauf, Plätze! Wie lief's mit diesem Heiler? Sieh an. Ich bin gelaufen. Hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Du brauchst auch Geld, wie? Kurz, wer dir heute den Arsch küsst, aus welchem Dorf rein. Kommst du? Beiden. In Timerien. Und lasst euch hier nie wieder blicken, ihr miesen Schnorrer. Wir wollten nur. Ist mir scheißegal! Verpisst euch! Verschwendeter Atem. Ihr hattet ihn doch nicht. Nächstes Mal reiß ich dir beide Beine ab und ramm sie dir in den Arsch, bis du Zehennägel kotzt. Geralt, wie immer genau zur rechten Zeit. Sultan, wie immer mit dem Stiefel in fremden Ärschen. Wer waren diese Männer? Örtliches Gesocks. Ich war nur einen Moment lang weg und schon haben die sich bei uns breit gemacht. Na schön, da ist wohl ein Frühjahrsputz fällig. Ich muss sie alle rauswerfen. Hilfst du mir? Mit Vergnügen. Jetzt bist du dran. Reißt euch zusammen, Jungs! Jetzt! Komm schon, verfluchte Hurensöhne! Ah, genau wie in alten Zeiten, was? Ja, als hätten wir Bergen nie verlassen. Ich sagte doch, das ist eine Scheißadresse. Sag ich nicht. Hast du schon die Hose voll? Weg hier! Na also, das lief gut. Jetzt können wir uns endlich anständig begrüßen. Ist ja ewig her. Na, Sultan, gut siehst du aus. Bin in letzter Zeit gut in Übung. Mahakama Med kann man jetzt im Krieg natürlich vergessen. Aber redanisches Bier ist auch nicht verkehrt. Aber du siehst mitgenommen aus. Was betrübt dich? Ich will dich nicht mit meinen Problemen belasten. Erzähl keinen Scheiß, Geralt. Schütt mir auf der Stelle dein Herz aus. Ein paar Dinge. Lass mich raten. Triss? Yennefer vielleicht? Triss und ich haben geredet. Konnten ein paar Dinge klären. Und Yennefer, tja. Du hast sie also gefunden? Ha! Davon musst du mir erzählen. Das mache ich ein andermal. Jetzt muss ich mich um etwas Wichtigeres kümmern. Was meinst du damit?
Ich suche nach Ciri. Ich weiß, dass sie in Novigrad war. Oder noch ist. Du meinst, sie ist zurück? Donnerwetter! Ob ich sie überhaupt erkennen würde? Wie lange ist es her? 6 Jahre? 7? Aber was würde sie hier wollen? Sich verstecken, schätze ich. Sie könnte in Gefahr sein. Hast du von ihr geträumt? Ein paar Mal. Von ihr und der wilden Jagd. Oh, nicht gut. Nein, aber ich weiß, dass sie hier war und mit Rittersporn gesprochen hat. Dann haben wir ein Problemchen. Wo ist Rittersporn? Ha, das wüsste ich auch gern. Vielleicht könnte er mir erklären, was zur Hölle hier los war. Ich bin gerade zurückgekommen, wie du gesehen hast. Hab mich auf einen Schweinebraten und ein kaltes Bier gefreut. Und was erwartet mich? Ein Saustall. Rittersporn weg, die Taverne rappelvoll mit Pennern. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Hm. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Gute Idee. Fangen wir im Erdgeschoss an. Da sitzt und schreibt er immer. Hm. Ist das die Laute, die er von den Elfen in Dalblatana bekommen hat? Du liest anderer Leute Briefe? Mein Antlitz so rot und heiß. Ich fiel der reinen Ekstase anheim. Trank ihren Nektar mit deinen verständigen Fingern an den vibrierenden Saiten meiner Seele. Ist das die Laute, die er von den Elfen in Dolblatana bekommen hat? Ja, er muss in Eile gewesen sein, wenn er sie zurückgelassen hat. Aus den besten Weingärten. Jedes einzelne Fass. Niemand kennt sich besser mit Wein aus als Rittersporn. Die Fakultät der Universität Ochsenfurt hat die Ehre, Julian Alfred Pankratz, Viscount de Lettenhove, den Titel Meister der 7 Geisteswissenschaften verleihen zu dürfen. Ich vergesse immer wieder, dass er diesen albernen Namen hat. Zehn Fässer trockener Toussaint, 5 Kisten dreifach gebrannter Met aus Sodden. Hier ist nichts. Doch, das hier ist genau das, was wir suchen. Sein Terminkalender. Offenbar nimmt Rittersporn das Kneipengeschäft ernst. Und ob, er gibt sich wirklich Mühe. So engagiert habe ich ihn noch nie gesehen. Mit diesem hübschen Etablissement hat er auch hübsch viel Verantwortung geerbt, zum Beispiel Buchhaltung. Außerdem hat er sich angewöhnt, seine Termine zu notieren, offizielle und private. Wen hat er in letzter Zeit gesehen? Ah, hier. Er hat sich in letzter Zeit nur mit Frauen getroffen. Der Hund. Keine schlechte Idee. Rittersporn ist sehr geschwätzig. Vielleicht hat er seinen Freundinnen etwas gesagt, was uns auf seine Spur bringt. Darauf baue ich. Wir sollten sie irgendwie aufteilen. Vielleicht... Ach, scheiß drauf. Ich frag die Mädchen auf meiner Seite, du die auf deiner. In Ordnung? Sultan, warte. Das ist in Reimform.
Und das findest du weswegen ungewöhnlich? Na toll. Wir treffen uns hier, wenn wir fertig sind. Tauschen uns aus. Recht hast du. Ich muss noch ein bisschen aufräumen, bevor ich gehe. Ich habe keine Lust, in dieses Chaos zurückzukommen. Und du hast deinen Teil besser gelesen, bevor du abdampfst. Wenn du was brauchst, ich bin nebenan. Erscheinung. Du bist ja ein größerer Lumpensammler als ich. Schlangenauge hast du auch noch.